Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video. Heute gibt es ein Get Ready with Me. Und wenn du wissen möchtest, wie ich diesen Look kreiert habe, dann bleib einfach dran. Mua. Viel Spaß. Mein Gesicht ist vorbereitet. Ich habe ganz normal gereinigt mit Gesichtswasser. Außerdem habe ich ein Öl verwendet und eine Tagescreme. Ich denke mal, wir legen jetzt los mit dem Primer. Ich habe hier den Professional Primer von Benefit. Trage ich mir ein bisschen auf über meine vergrößerten Poren. Ich finde den ja ganz gut. Und der ist so geschmeidig, das ist wirklich so, ja, so eine Silikonbombe. Fühlt sich aber irgendwie sehr, sehr gut an auf der Haut. Ich denke mal, ich würde den mir auch in groß kaufen. Ich habe schon diesen großen davon verwendet, also diesen Professional Pearl, was auch immer, in rosa. Der interessiert mich auch sehr, aber der soll irgendwie nicht so einen Unterschied machen zu dem normalen. Also lässt sich wunderbar verteilen. Ich liebe dieses Finish, was der Primer macht. Es ist eben so eben und so glatt alles. So. Ich weiß noch gar nicht, welche Foundation wir heute benutzen. Mal schauen. Ich glaube, ich entscheide mich für die. Ich glaube, ich entscheide mich heute für die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Die wollte ich nämlich eben mit Primer mal testen, weil die sich komisch hier unten abgesetzt hat. Ansonsten finde ich die Foundation wirklich sehr, sehr schön. Die hinterlässt ein wahnsinnig schönes Silky Finish. Das ist der Hammer. Nur wie gesagt, bei mir hat sich das unten irgendwie so komisch schuppig abgesetzt. Deswegen versuche ich das jetzt mal mit dem Primer. Ich gebe mir jetzt mal drei Pumpstöße drauf und verteile mir das mit dem Finger im Gesicht. Die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich habe die hellste Farbe gewählt. Ich brauche immer die hellste, obwohl ich zurzeit etwas gebräunt bin. Aber mit Bronzer und Rouge gleichen wir das Ganze wieder aus. Wie ihr seht, die drei Pumpstöße reichen mir für das ganze Gesicht. Das verteile ich jetzt mit meinem angefeuchteten Real Techniques Beauty Schwamm. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir jetzt auch die Original Beauty Blender mal bestellt. Ich habe bei Beautylish so ein Set ergattern können, wo zwei Beauty Blender drin waren und dann noch so ein kleiner Beauty Blender und noch irgendwelche zwei extra Produkte wie der Cleanser und irgendwelche Blot Paper, die ich nicht brauche, weil ich keine ölige Haut habe. Aber das zeige ich euch mal im Haul. Also ich verwende eigentlich keine Pinsel für mein Make-up. Ich habe das irgendwie mal probiert oder ich hatte jetzt irgendwie noch nicht den passenden Pinsel, aber ich finde das mit dem Schwämmchen immer sehr, sehr schön. Das finde ich schon mal, kann das immer schön einarbeiten in die Haut. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, ob ihr mehr auf Schwämmchen oder auf Pinsel steht oder ob ihr beides verwendet. Ich würde das gerne wissen. Ja, die Foundation ist wirklich sehr, sehr schön. Also, als jeden Cent wert. Die hat ja irgendwie über 50 Euro gekostet, glaube ich. Aber ich habe mich anfixen lassen bei einigen Reviews, dass es zu den besten Foundations gehört. Und das musste ich eben selber testen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Licht so findet. Ich hoffe, das ist okay. In meinem Display sehe ich das eigentlich als gut. Bin noch ein bisschen hier, weil ich so mal starke Akne hatte in meiner Jugendzeit. Ich immer noch diese Narben. Die möchte ich gerne noch mal bisschen mehr abdecken. Ja, also die Foundation ist schon deckend. Ich würde mal sagen, mittlere Deckkraft.
Man kann sie aber sehr schön aufbauen. Also habe ich nochmal einen Punktstoß genommen, um das Ganze mehr Deckkraft zu verleihen. Ich bin noch etwas müde heute. Aber das hindert uns ja nichts. Das hindert uns ja nicht davon ab, uns fertig zu machen zusammen. Ich schaue mir ja immer voll gerne Get Ready With Me's an. Get Ready With Me Videos. Wenn ich mich selber fertig mache. Ich mag das immer so, wenn jemand im Hintergrund redet und dann gucke ich immer, welche Produkte die benutzen und lasse mich ein bisschen inspirieren vom Look. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt auch mal auf meinem Kanal. Der eine oder andere findet das bestimmt interessant, was ich hier mache. Gehe ich von aus. So, so gefällt mir das schon mal ganz gut. Jetzt hinterlässt wirklich so einen schönen, ja, glowy Finish, finde ich. Wirklich so ein silky Finish. Also sie hält, was sie verspricht. Die Farbe passt wirklich sehr gut. Vor allem im Winter auch. Ne? Ich mache mal zuerst meine Grundierung drauf und dann mache ich das Augen-Make-up. Ich weiß, viele machen das andersrum, damit eben kein Fallout entsteht und der Lidschatten nicht verschlechtert, also damit der Lidschatten auch nicht runterfällt und das Make-up zerstört. Damit habe ich aber keine Probleme. So. Blasses Näschen. Also ich bin wirklich in sehr, sehr blasser Haut. Ich glaube, ich würde in den asiatischen Raum ein Star werden mit meiner Haut. So, das reicht jetzt mit dem Grundieren. Also wie gesagt, Giorgio Armani Luminous Silk ist wirklich sehr, sehr schön. Jetzt greife ich zu einem Concealer, benutze wieder hier den Fit Me Concealer in der Farbe 15. Und der ist wirklich schön deckend. Dann teile ich mir hier meinen Augenschattenbereich. Ich habe übrigens auch eine Augencreme heute benutzt. So, das reicht mir schon. Jetzt arbeite ich jetzt auch ebenfalls mit dem Beauty-Schwamm ein. Es ist ja so witzig, ich habe jahrelang tränende Augen gehabt. Also vor allem im Augenwinkel hat es immer extrem gebrannt und dann hat sich das Auge so lange getränt, bis komplett hier die ganze Schminke verschwunden war. Und ich wusste immer nicht, was das ist, ob ich allergisch bin. Und ich hatte ja schon so viel Make-up da und ich dachte schon, ich darf mich überhaupt nicht schminken. Und dann habe ich ganz zufällig bei einer YouTuberin gesehen, die das gleiche Problem hatte. Und die hat ihm erzählt, dass sobald man mit dem Concealer oder mit dem Make-up an diese empfindliche Augenregion im Innenwinkel kommt, fängt es bei ihr auch das Tränen an. Und seit sie es ausspart, hat sie keine Probleme mehr. Und das habe ich ausprobiert und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Also wenn ihr Probleme mit Tränen in den Augen habt, ich habe das schon ganz oft bei vielen YouTubern gehört, und dann probiert es mal aus, dass ihr einfach nicht drüber streicht, sondern einfach so ein bisschen außenrum. Und dann sollte es funktionieren. Und ich bin so dankbar für diesen Tipp. Das hat mir sozusagen mein Beauty-Leben gerettet. Ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Alle meine Lidschatten zu verkaufen oder sowas. Aber dieser Tipp, den kann sich jeder mal ans Herz nehmen. Oder zu Herzen nehmen. Wenn ihr auch Probleme mit Tränen in den Augen habt. Ich habe ja sogar mit Augentropfen angefangen. Ich habe mir dann Augentropfen geholt von der Drogerie. Dachte, ich bin vielleicht allergisch gegen Schminke. Habe auch gegoogelt danach. Wie lange geschrieben, das ist wirklich eine Allergie sein könnte. So in Forums und so habe ich das gelesen. Oder in Foren.
fällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also ich nehme mir da wirklich immer viel Zeit. Also das kostet meine Augenbrauen und meine Rundierung kosten wirklich sehr viel Zeit. Also ich nehme mir dafür auch die Zeit, dass das einfach perfekt aussieht. Seht ihr? Glowy Look. Das könnte natürlich aber auch an der Tagespflege liegen, die ich benutze, also in dem Öl. Weil ich habe ein sehr schönes Mittel gefunden, um meine trockene Partie hier rum, also in der T-Zone quasi, bin ich trocken aus der Nase und hier unten ölig, so Mischhaut. So, mit Concealer, der setzt sich extrem in die Fältchen ein. Den muss ich unbedingt setzen, das mache ich immer. Ich habe zurzeit ein Lieblingsprodukt. Und zwar das hier. Das könnt ihr ganz günstig erwerben. Ich glaube 5 Euro oder so kostet das. Von Catrice Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. So sieht das Ganze aus. Das ist in so einem Sieb. Das ist extrem weiß. Das gebe ich mir dann in meinen Deckel rein. Das ist schon fast leer, da kommt immer schnell was raus. Aber man kann dann dieses Sieb hier entfernen und dann kommt man auch an die Reste ran nachher. Und das Puder mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Also ich habe da schon einige ausprobiert und die haben alle unter meinem Auge extrem ausgetrocknet. Ich habe 10 Jahre älter ausgeschaut. Da waren Falten dort, die ich nie hatte. So. Das muss gescheit hier eingearbeitet werden. Ich habe mir jetzt aber trotzdem noch andere Produkte aus dem High-End-Bereich besorgt. Um die mal zu testen, das zeige ich euch dann in meinem Haul. Also ich habe mir jetzt hier so eine Menge eingekippt in so eine Menge in den Deckel eingegeben und sette jetzt mit dem Beauty Blender unterm Auge. Also Baking brauche ich nicht, weil es dann extrem austrocknet. Das sieht man, finde ich, sehr stark bei mir. Das reicht immer ganz gut aus. Und das Ganze gebe ich dann auch nochmal. Hier oben rein, weil das setze ich auch alles an. Ich habe ein bisschen Produkt auf meine Lider gegeben von dem Concealer und von der Foundation, weil ich da so extreme Liderchen habe. Und das gebe ich dann auch nochmal hier oben rein, dass sich das nicht in die Lidfalte da setzt, der Concealer, und dass auch das Auge vorbereitet ist für den Schatten. Hat sich so ein bisschen bewährt bei mir. Den Schatten hätte auch den ganzen Tag. So, und dann setze ich immer noch hier ein bisschen in meinen Falten am Mund. Weil da habe ich jetzt auch nämlich bei einer Foundation gehabt, dass sich das extrem in die Falten reingesetzt hat. Und ich so alt ausgesehen habe, obwohl ich da keine Falten habe, sondern einfach nur diese Ausprägung hier. Bin gespannt, ob sich die Foundation heute besser macht mit dem Primer. Dann haben wir alles fixiert. Jetzt hat sich die Kamera abgestellt. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich weiß auch gar nicht, wie viel der jetzt aufgenommen hat. Ich hoffe, das ist alles drauf. Das Blenden ist noch großflächig. Ich weiß, es sieht noch alles undefiniert aus. Ein bisschen schmierig. Aber nachher mit dem Rouge und natürlich noch meine Kontur hier mit meinem Bacon. Aber eher Bacon. So. Das sieht jetzt ganz ein bisschen gesünder aus, oder?
Shampoo ist ein Produkt, wirklich sehr, sehr schön. Die kosten, glaube ich, 16 Euro oder so. Ich habe mir gleich eigentlich alles gekauft, was in diesen Büchern drin war. Sage ich euch gleich mal, ich habe auch das Puder davon und das Rouge und die Highlighter. Und das irgendwie so geritten hat, die ganze Serie haben. Jetzt habe ich sie. So, jetzt gehen wir zum Rouge über. So, ich habe mir jetzt meine Sammlung geholt und zwar, wie ihr seht, das ist noch zusätzlich und dann habe ich hier noch die zwei. Also eine ganze schöne Menge. Musste ich haben. Gucken wir mal, was sie mehr Schönes haben. Ich fand ja die Farbe so schön und die hat es bei mir leider nicht überlebt auf der Reise hierher. Wirklich eine sehr schöne Farbe. Ich weiß jetzt nicht, das Licht schluckt sehr, sehr viel, aber es ist ein wunderschöner Rosaton. Ja. Den benutzen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, ich benutze den hier. Das ist der Powder Blush Treat Me Sweet. So sieht es aus. Das ist ein peachiger Ton. Nehme ich hier meinen Rouge Pinsel, der natürlich auch schön rot ist vom Rouge. Wie gesagt, ich muss Pinsel waschen, verzeiht es mir. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Jetzt bisher noch keine Probleme damit gehabt. Das ist nämlich jeden Tag wasche. Also ich hoffe, man kann das hier gut erkennen, was ich hier mache. Wirklich ein sehr, sehr schöner Peach. Also sieht wirklich in der Kamera ganz anders aus. Ein sehr, sehr schöner Peachiger. Und das sind auch. Also wer das nicht mag, mag das sehr, sehr gerne. Das hätte ich vielleicht so ein Blind Glow. Ja, ich weiß, ich übertreibe. Ich übertreibe. Und jetzt machen wir hier noch die Kontur fertig. Dann nehme ich mal hier das Miss Lean Make It Last Forever Matte Fixing Powder. Das ist auch so ein ganz weißes, auch wieder mit Spiegelchen drin. Da gehe ich jetzt einfach mit dem Make-up-Schwamm rein. Und setze hier die Kontur nochmal. Drüber, um das Ganze ein bisschen abzusprechen. Ja, das sieht ja in der Kamera voll heftig aus. Voll hell. Im Spiegel riecht es nicht so. Und ich ziehe die Kontur hier immer bis zum Lippeneck quasi. Wie ihr seht, es ist wirklich sehr hell, das Puder. So, ich jetzt mal hier so ein bisschen backen auf meinem Bäckchen. Und gebe mir jetzt noch den Highlighter. Dann habe ich das fertig. Dann nehmen wir, glaube ich, auch am besten den Highlighter von Miss Lynn Glow For It Strolling Powder. Da gibt es auch nur einen. Dann nehme ich auch einen Kunstpinsel dazu. Das ist der von Real Techniques, den hatte ich mal in der Box drin, der hat sich so bewährt und ich liebe den. Das ist der Setting Brush, der ist eigentlich zum Setten gedacht. Ich mache das hier immer mit dem Beauty Blender. Und dann zwei. Und jetzt nehme ich auch noch einen Wangenknochen. Und drüber hinaus. Und zwar reichlich von diesem, wie ich finde, sehr, sehr schönen goldigen von diesem schönen goldigen Highlighter überall hin. Ich habe
Gesichtserkennung. Das ist sehr, sehr schön. Also wie ihr seht, ich übertreibe da immer maßlos, weil ich stehe da so drauf. Und später, wenn man dann das Fixing-Spray drüber gibt, wird es dann alles verschmolzen. No fault. Gib mir das immer schön das Auge verblendet, damit hier so alles ein bisschen gehighlightet ist. Mitte von der Stirn, um sozusagen meinen natürlichen Boden zu holen. Hier ein bisschen. Die Nasenspitze. Das mache ich nämlich immer so. Und der Pinsel ist so fluffig, also ich liebe den wirklich. Vor allem wirklich mal ins Herz legen für solche Fälle. Ich glaube, man kann das gut erkennen, dass man so schwierig Highlight einzufangen, vor allem wenn man das nicht. Gut, ne? Gut, wenn ich mein Gesicht verbiegen soll. Ja. Und natürlich überflüssigen Herz. Ich mache es mega, wenn das hier betont ist. Der Highlighter passt wirklich perfekt. Highlighter habe ich mir übrigens doppelt gekauft, auszusehen. So, gefällt mir schon mal ganz gut. Erst so ohne Augenbrauen sieht es immer blöd aus. So, als nächstes kommen wir zu den Augenbrauen. Nämlich so einen, was hatte ich in so einem Make-up-Koffer drin. Ich muss mir unbedingt mal einen neuen zugeben. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Ich muss ein bisschen da runter. Bis mir dann quasi die Augenbrauen erstmal nach unten. Ich habe extrem borstige und lange Augenbrauen, also ich muss die immer dann zurechtschneiden. Haare habe ich viele, aber die sind, finde ich, jetzt nicht so definiert ausgefüllt. Also die wachsen irgendwie sehr, sehr buschig bei mir. Ich schneide sie dann immer nach und gebe nochmal mit meinem Lieblingsprodukt, was ich euch gleich zeige, ein bisschen die Definition in die Augenbrauen rein. Das hat sich wirklich über Jahre bewährt, das Produkt bei mir. Kann ich wirklich nur empfehlen, das habe ich schon oft in meinen aufgebraucht über meinen Balls gezeigt. Sie mir das wirklich schon Jahre über Jahre gekauft. Und es perfekt zu meiner Haarfarbe passt. Ja, zu meinen Augenbrauenfarbe. So, jetzt habe ich es unten gekämmt. Sieht mega aus, oder? Und zwar rede ich hier von diesem hier. Das ist der Catrice Brow Definer. Natural Sculpting und so weiter und so fort. Das ist in der Farbe 020 Flashy Brows. Und ich liebe das Produkt. Das ist eben so wie so ein, ja, so ein Kajalstift gemacht mit so Härchen dran. Und da gehe ich. Ich muss mal gucken, was ihr das immer schon kennt. Gar nicht so einfach. Gleichzeitig in den Spiegel zu gucken. Mal sehen. Ja, oder? Wie gebe ich mir das hier so? Quasi in die natürliche Wachstumsform rein. Also ich kriege niemals definierte Augenbrauen, muss ich sagen. Weil meine eben so buschig wachsen. Ich kann sie schneiden und zurechtlegen, wie ich möchte. Ich kriege sie nur nie definiert hin. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das Ganze auf der anderen Seite. Ich liebe diesen Stift, der passt wirklich perfekt. Er ist sehr, sehr, sehr aschig und trotzdem dunkel. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist der hellste. Es gibt nur einen dunkleren, soweit ich weiß. Es gibt nur zwei Farbtöne. Obwohl ich blond bin, aber so ein Aschblond-Typ bin, passt das 1A. Und ich habe bisher noch kein besseres Produkt gefunden. So, das sieht jetzt alles noch ein bisschen heftig aus. So, wir kämmen jetzt die Augenbrauen wieder nach oben und dann verschwindet quasi diese gerade Linie nach oben. Da oben soll sie ja nicht so definiert werden, dann sieht das Ganze so unnatürlich aus. Also man soll die eigene Form schon behalten und das hast du eben, wenn du die Augenbrauen nach unten kämmst. Und
dann wieder nach oben. Dann ist es trotzdem definiert, aber jetzt nicht so abgehakt definiert. Ich zupfe meine Augenbrauen auch schon lange, lange nicht mehr und seitdem wachsen die ja, im Kraut. Ich zupfe sie immer nur, wenn hier extrem viele Härchen über die Form hinaus quasi, wie ich möchte, extrem sprießen. Und das Ganze machen wir jetzt auch mal unten. Und da muss ich aufpassen. Also Augenbrauen machen und sprechen. Sieht schon mal ganz gut aus. Und dann haben wir die andere Seite. Also ich liebe diesen Stift. Ich muss den immer auch mal nach unten lagern. Das wird immer nicht in meinen Schubladen, sondern sozusagen in meinem Pinselaufbewahrungsding. So, habe ich jetzt schon wieder zu dick gemalt. Wir gehen das ein bisschen aus. Früher habe ich mir den Stift gekommen. Genau, das hat ausgeschaut wie so Balken. Jetzt male ich das nach hinten. Ein bisschen definierter aus. Und greife jetzt zum nächsten Produkt. Das habe ich auch erst kürzlich gekauft. Und das hat sich auch als sehr schönes Produkt bewährt. Passt auf 1A Eyebrow Gel Color and Shape in der Farbe 01 Brown. Das ist eine Pomade für die Augenbrauen. Paste. Ich habe jetzt eine dicke Kuhle drin, aber ist auch noch nicht ausgetrocknet oder so. Also ich finde das Produkt wirklich sehr, sehr schön. Da gehe ich nämlich mit meinem Precise Eyeliner Brush von ebenfalls von Essence. Ich glaube, den gibt es auch im Standardsortiment. Und den benutze ich immer für meine Augenbrauen. Und dann fülle ich hier eben quasi soft die Löcher aus. Und gehe nochmal unten über diese Kontur und verwische sie ein bisschen. Und vorne nehme ich dann weniger Produkt oder nur noch die Reste so vom Pinsel und gehe da auch mal so drüber. Verwische nochmal die Kante hier. Also ich mag die Pomade sehr, sehr gerne. Ich habe bisher auch, das ist meine erste Pomade. Ich kann sozusagen nicht sagen, ob die Anastasia Beverly Hills Pomaden besser sein sollten oder so. Also mit Sicherheit. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht viel Gutes immer gehört. Die sollen immer ausdrücken und so. Aber meine hält jetzt sehr, sehr gut. Und ich mag die Farbe gerne. Habt ihr irgendwie eure, was sind eure Favoriten für die Augenbrauen? Was habt ihr für Produkte, die ihr gerne mögt? So, jetzt war mein Akku natürlich leer. Ich habe es ausgetauscht, ich habe voll gelabert, aber habe nicht auf Recording gedrückt. Ja, auf jeden Fall. Macht meine Kamera manchmal was zu wild, habe ich das Gefühl. Aber ich mag sie trotzdem. Ich habe euch auf jeden Fall erzählt, ich habe dann den Eyebrow-Filter von Catrice noch aufgetragen. Das kann man jetzt sehr, sehr schwer erkennen. Ja, den habe ich mir kürzlich gekauft, um den auszutesten, weil mein Lieblingsprodukt ist aus dem Sortiment rausgenommen. Und zwar war das der hier. Das hatte ich mal in so einem Restpostenpaket von Amazon. Kennt ihr die? Ich habe mir jetzt wieder auch eins bestellt. Zeige ich euch natürlich auch den Inhalt. Da war das hier drin. Ich habe alle drei Farben von dem Produkt, also quasi das Transparente, das Blonde, was mir viel, viel zu hell ist. Und das ist eben für Brunette und es hat gepasst wie aufs Faust, aufs Auge. Aufs Faust, aufs Auge. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt. Ich hatte es jetzt letztens irgendwo im Ausverkauf bei Douglas. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo habe ich es erwischt. Da gab es aber auch nur das Transparente und das Blonde. Und ich brauche diese Farbe.
Nummer 120 Brunette Temptation. Ich liebe das Produkt. Es ist eine riesige Bürste, fast wie eine Mascara. Ja, das war so perfekt. Ja, das passt sehr, deswegen habe ich mir jetzt mal das von Catrice besorgt. Habe es aufgetragen, ich finde es so ganz okay, das fixiert. Hier ist eine Lücke drin, oder? Genau, so viel zu Love. Also, ich weiß nicht, kennt ihr irgendwie eine gute Alternative? Das ist übrigens Browtitude. Love Browtitude Brow Gel Serum. Das ist so geil. Es ist so geil. Ich will das haben. Wenn ich das noch in Ausverkauf bekommen hätte, ich hätte mir alles gekauft, was sie da hätten. Aber ich habe es nicht mehr gekriegt, deswegen teste ich mich jetzt durch andere Produkte durch. Und ich muss mal bei Love schauen, ob die Apotheke eine Alternative haben. Genau. Somit sind meine Augenbrauen fertig. Mein Gesicht ist fertig und können loslegen mit dem Augen-Make-up. Ich kann mich da nicht entscheiden, welche Palette wir heute nehmen. Ich glaube, wir nehmen heute mal die Zoeva Offline-Palette. Ja, ich glaube, ich habe bisher nur einmal verwendet. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich ungefähr eine Woche immer die gleichen Lidschattenpaletten verwende, dass ich jedes Mal ein bisschen abnutze. Ich nehme mal jeden Tag eine andere und dann weiß ich immer nicht mehr, welche ich benutzt hatte. So sieht das Schätzchen aus, ohne Spiegel. Ich denke mal, ihr kennt die Zoeva-Paletten. Aber ich finde die so geil. Die hat 4 Schimmertöne und der Rest ist matt. Sehr, sehr schöne Farben. Mal gucken, was heute wird. Mal schauen. Ich habe euch jetzt mal diese 4 Töne hier geswatcht. So sieht es auf den Fingern aus. So sieht es aus. Ja, sind beim Swatch, beim Fingerswatch finde ich jetzt nicht so schön in der Kamera zu erkennen. Bei realen Leben sehen die Farben viel schöner aus. Und dann fangen wir mal an. Ich setze jetzt nochmal mein Auge mit Ring, Ring, Ring. Das ist dieser. Ring, 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 das ist der erste Ton hier. Ja? Ich hatte es ja schon gesettet, aber ich nehme mal dann von der gleichen Palette immer die Produkte. Jetzt benutze ich Human After All, das ist dieser Ton hier. Und setze den mit dem gleichen Pinsel in meine Lidfalte und darüber hinaus.
Tüte, die wir noch einen kleinen Ring ziehen. Muss mal gucken, ob die Kamera noch filmt. Und mein Akku gibt auch bei den Geist auf. Schaffe ich glaube ich heute nicht mehr. Muss mal gucken, wie ich das jetzt da mache. Ich lege mir dann quasi immer so einen Zieher hin. Und ziehe mir das so ein bisschen. Das Zieher ist es. Ein Taschentuch. Okay, wir machen das ja immer mit diesen Klebestreifen. Aber dadurch, dass ich ja schon Make-up drauf habe, das ist immer sehr unpraktisch mit den Klebestreifen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Jetzt zum Beispiel den von Sueva in Bambus, der Bambu 228er Crease Pencil. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Den habe ich bei Douglas genommen. Und jetzt will ich da oben noch ein bisschen mehr Farbe setzen, ein bisschen verblenden. Noch ein bisschen eigenartig aus. So, ich will ja diesen übrigens hieß der rote Ton On-Off und ich glaube, ich setze den Interpersonal Ton hier. Die Schwierigen auf das Augen, das Bildliche. Mal gucken, muss ich das mit dem Finger machen. Ich glaube, ich nehme für den Schimmer den Primer. Da habe ich nämlich den von Catrice, den mag ich zurzeit gerne. Ich habe jetzt auch nicht die Welt ausprobiert, ehrlich gesagt. Den setze ich mir jetzt hier aus beweglich Augen mit. Weil ich damit rot nicht unbedingt in das Auge gehen will, setze ich mir jetzt hier einen Gel Liner Liquid Metal Gel Pencil. Hatte ich auch mal in einem Ausverkauf. Den setze ich mir jetzt hier unten rein. Gar nicht so einfach mit der Kamera. Das gefällt mir schon mal gut. Das tue ich jetzt noch mal ein bisschen verblenden. Catrice, es war diese LE, ich habe vergessen, wie die hieß, es war eben dieser Lederoptik, war erst kürzlich. Da habe ich mir eben diesen Blender Brush geholt. Der ist etwas borstig, aber um präzise irgendwo in die Augen, ins Augenlid zu setzen oder hier bis unter das Auge, um etwas zu verblenden, ist es schön. So ihr Lieben, das ist mit dem Akku, das dauert noch ewig. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gemacht und ich hoffe, das reicht noch. Ich habe mir jetzt mit dem Boot hier noch ein bisschen runtergezogen, um das Ganze so ein bisschen zu vereinigen quasi. Und habe mir im inneren Augenwinkel die Farbe 404 aufgetragen. Das ist so ein Schimmer-Highlighter-Ton. Genau, und habe mir das gleiche auch unter den Augenbrauen gegeben.
Außerdem habe ich mir einen Lidstrich gezogen mit dem Club Trees Eyeliner Pen Waterproof. Das ist so mein Lieblingsstift. Der packt es absolut auch über dicke Primer Glitterschichten am Lidschatten zu übermalen, weil mein Tattoo Signature Superliner von L'Oreal zum Beispiel schafft es nicht. Der gibt dann den Geist auf über den Lidschatten. Deswegen habe ich mir jetzt einen Lidstrich gezogen und habe mir noch Fake Lashes aufgetragen. Das sind die von Adele. Semi-Wispies. Die hatte ich in so einem Fünferpack quasi mit dem Applikator noch zusammen bei Amazon sehr günstig ergattert. Die mache ich immer sauber, mache die Mascara-Reste weg, mache die Kleberreste weg, benutze sie immer wieder. Aber heute ist mir ein Härchen rausgerissen oder so, ein ganzer Strung ist mir abgefallen. Ich glaube, die muss ich jetzt weghauen. Ich gebe mir jetzt darüber nochmal Mascara drauf. Und zwar benutze ich hier die Total Temptation von Maybelline. Die mag ich auf meinen natürlichen Wimpern nicht, aber mit den Fake Lashes zusammen ist das mega. Und dann gehe ich hier über meine natürlichen Wimpern drüber und ziehe das dann so ein bisschen hoch. Die Mascara riecht sehr, sehr angenehm. Da ist, glaube ich, irgendwie Kokosöl oder so drin oder Mandelöl oder Arganöl. Ist sogar nicht. Klingt da richtig sehr gut. Aber auch meine natürlichen Wimpern, wenn ich mal keine Fake Lashes trage, wie im Alltag zum Beispiel, ich auf Arbeit bin, brauche ich das nicht, habe ich auch gar keine Zeit. Dann hätte ich auch viel zu große Angst, dass sie mir irgendwie abfallen. Obwohl die echt Bombe halten. Ich habe übrigens mir mal von Catrice Lashes gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Und da war der kleine Kleber mit dabei und ich finde den einfach super. Hab mir jetzt aber auch einen Duo-Kleber besorgt. Weil der so gut sein soll. So, das eine Auge ist getuscht. Das sieht so mega geil aus. Was so ein ausdrucksstarkes, farbiges Augen-Make-up vor allem hat. Ja, schon so die Lashes so geil aus. Ich liebe es. Das andere Auge auch. Also ich könnte mich den ganzen lieben langen Tag schminken. Ich liebe es so. Es macht so viel Spaß. Vor allem dann vorher, nachher, ne? Wenn man dann immer aussieht, das ist so beeindruckend. Also ich muss sagen, ich habe nichts dagegen, ungeschminkt rumzulaufen, aber ich fühle mich einfach wohler und ich fühle mich einfach wohler als Frau einfach, wenn man dann ein bisschen gepflegt, geschminkt ist. So ein Beauty-Face hat, ich mag das sehr gerne. Aber ich gehe auch ungeschminkt aus dem Haus. Vor allem, wenn ich dann im Urlaub bin oder so, dann schminke ich mich kaum. Und es ist immer geil, wenn man dann wegfährt und die Sonne mal ins Gesicht kommt. Also merkt man gleich, wie gut es der Haut. Sieht so mega aus. Oh mein Akku geht gleich den Geist auf, aber wir sind auch nicht fertig. Jetzt noch unten Mascara. Ich muss gar nicht erkennen. Ich gebe mir jetzt unten Mascara dran. Mal einen Spiegel dazu. Kleine Mini-Größen von Mascaras habe ich auch gekauft. Da verrate ich euch aber noch nicht viel. Was bei Douglas so als Tipp?
Ja, die wollte ich mal testen. Ich habe zwar meine absolute Lieblingsmascara für ohne Backlashes quasi. Das ist die von L'Oreal. Die mit den zwei Seiten, mit dem Fiber und so. Aber irgendwie bin ich zurzeit auch nicht so 100% mit ihr zufrieden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wenn ich Fake Lashes trage, es einfach so unfassbar geil aussieht. Ja, und dann kommt auch nichts an die ran. Ich habe zwar nicht die kürzesten Wimpern, muss ich sagen. Also ich bin ganz zufrieden, aber die können schon länger sein. Aber mit dieser L'Oreal Mascara eben kann man die extrem verlängern und so ein geiles Volumen geben. Die ist halt nur kacke, wenn die dann anfängt auszutrocknen. Also am Anfang ist sie richtig geil. Und dann immer mal merkt man schon, okay, die gibt jetzt bald den Geist auf. Und die ist auch nicht gerade günstig. So. So ist das. Hammer. Sieh dir den Glow. So schön. Mich vor dem Spiegel angeschaut. Das sieht mega geil aus. Ich liebe es. So, ihr Lieben. Dann geben wir uns. Ich habe vorhin auch schon mit einem Pinsel. Wo ist der jetzt hin? Vorhin noch so die Reste von dem Lidschatten weggefegt. Das Ganze setten wir jetzt einmal. Heute habe ich zur Premiere für euch etwas Neues. Das habe ich schon eine Weile da liegen, habe es glaube ich auch schon in einem Haul gezeigt. Und zwar ist das von Glam Glow, der Glow Setter. Der soll nämlich mega gut sein. Die Masken sind ja schon so mega geil. Das sieht dann so aus. Plastikfläschchen. Und schauen wir mal an. Okay. Es ist sehr witzig, der Sprühnebel ist extrem fein. Ich stehe drauf, wenn das Gesicht dann richtig nass gesettet ist, aber hier, der ist so fein, der gar nichts im Gesicht an. Der Duft ist mega. Ich gebe mal das so ein bisschen ein. Also, teilweise gibt es richtig fette Tröpfchen ab. Ich gehe auch mal voll gerne dann über den Highlighter drüber und mache den so ein bisschen, ja, verschmelzen damit der Hautfarbe. Ah, hier ist ein fetter Tropfen, aber er macht das Make-up nicht weg. Also manchmal hat man ja so Setting Sprays oder wenn man so Wasser nimmt oder so, hat man so tröpfchenförmige Flecken. Aber der Sprühnebel ist krass. Ich merke auch, weil der Sprühnebel dann eben auch so meine Arme gesprüht ist, das ist extrem passiert. Aber ist so fein. Ohne Mist. Das ist so ein feiner Sprühnebel, man spürt gar nichts. Wie stehst du auch, wenn es so nass gesettet ist? Aber ich muss sagen, das Pudrige hat es echt rausgenommen. Der Glow ist richtig geil geworden. Und der Duft ist mega. Muss man schon sagen, der Duft ist richtig geil. Ich weiß nicht, es riecht eher so. Riecht so ein bisschen nach. Süß. So ein bisschen nach Bubblegum. Kokos, exotisch, so in die Richtung. Richtig krass. Aber ich habe sowas noch nie erlebt, so ein Feinsprühnebel. Das ist echt irre. Ich glaube, ich werde das sofort ruckzuck aufbrauchen, weil ich dann immer denke, ich brauche noch mehr, noch mehr. Wahrscheinlich braucht man davon gar nicht so viel, habe ich gesehen.
Habt ihr gesehen, ich habe mich gerade tot gefühlt. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt kommt noch schnell was auf die Lippen, bevor der Akku jetzt komplett leer geht. Da habe ich jetzt gerade Bock auf den Lip Matte Liquid von Maybelline. Das ist die 05 Nude Flush. Geben wir den auf. Der Applikator sieht so aus. Der Duft gefällt mir nicht. Das ist mir schon mal beim Haul aufgefallen. Aber die Farbe ist schön und die passt auch wunderbar dazu. Das ist mein Augen-Make-up. Das ist ein schöner rosiger Nude-Ton. Nur der Geruch ist ein bisschen eigenartig. Aber den habe ich wirklich noch nicht lange. Und auch glaube ich noch einmal verwendet. So, ich habe jetzt ohne Lip Liner hinzukriegen, aber es sieht ganz gut aus. Füllen tut es noch. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt, wie ich auf der Matte antrocknet. Aber ich liebe die Farbe, oder? Er ist ein bisschen heller als mein Augen-Make-up, aber mein Augen-Make-up ist ja schon fast lila. Ah, ich habe jetzt nicht so Bock auf lila Lippen. Schöner Ton. Gehen wir nochmal rein. Und zwar so. So ihr Lieben, das war's auch schon. Das ist mein fertiger Make-up-Look. Das Akku hält noch ein bisschen, das heißt, ich kann mich noch schnell verabschieden. Ich mache jetzt keine Frisur, weil, wie gesagt, das Akku reicht jetzt nicht mehr. Ich muss es aufladen. Gefällt mir ganz gut. Wie findet ihr das? Ich liebe es. Und ja, gefällt mir ganz gut. Ich liebe es. Der Lippenstift ist wunderschön. Das Augen-Make-up. Das sieht jetzt auch im Display ganz anders aus als im Spiegel. Und ja, ich liebe diese Lashes. Finde ich mega. Ja, schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr das so findet. Wie ihr auch dieses Format findet, ob ihr jetzt zugeschaut habt. Wenn ihr jetzt bis hierher zugeschaut habt, dann will ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich in meinem letzten Video bei der Pinkbox eine Verlosung gestartet habe. Schaut doch mal rein. Müsst ihr aber auch bis zum Ende einschalten. Und also vielen Dank nochmal fürs Einschalten, dass ihr bisher zugeschaut habt, bis ihr euch mit mir fertig gemacht habt und diesen Creational Look gezaubert habt. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Ciao.